ich bin Cucina. Mein Pip und Tim. Bruder. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Vero und heute habe ich ein super, super, super cooles Video für euch. Denn heute, merkt man, bin ich nicht in meinem Zimmer, sondern ich bin zu Besuch bei meinen Großeltern, also Oma und Opa. Und ja, ich bin mal hier und ich dachte mir mal so, okay, ich kann euch mal vielleicht so zeigen, was hier so abläuft und wie das hier so ist. Und ja, okay, was so typisch ist bei so Großeltern, wenn man bei ihnen so zu Besuch ist, sie haben immer für dich ein Zimmer vorbereitet. Also ich bin hier in meinem Zimmer, das sie extra für mich gestaltet haben. Etwas alt, aber ja. Ja, ja, und dann zeige ich euch mal kurz mein Zimmer und dann mal let's go. Okay, dann zeige ich, euch mal das Zimmer. Okay, also hier ist die Tür, hier fängt alles an und ja, wenn man reinkommt, also hier kann man ein paar Bilder sehen, keine Ahnung. Ja, da sieht man ein Königreich und ja, dann habe ich hier so einen Schrank. Ich habe da noch nichts reingemacht, aber ja, ich habe hier, das leuchtet in der Nacht, das hängt man dann, ich hänge es dann hier. Warte, ich zeig's euch mal. Eine Sekunde. Uiuiui. Seht ihr es? Ja, finde ich auch ganz schön. Immer wenn ich zu Besuch komme, haben die immer für mich sowas vorbereitet. Und ja, von der anderen Seite sieht man hier noch einen Schrank von Kleidung. Und ja, gehen wir mal wieder hier. So, hier ist dann hier noch ein Schreibtisch mit Stuhl und ja, Papier und Blatt haben sie auch immer für mich vorbereitet. Und ja, hier auch ein schönes Licht. Und ja, dann habe ich hier noch viel, ja. Und das ist auch schon mit der Seite auch fertig. Und dann, ja, was kommt hier nach diesem Schrank? Dann kommt hier das Bett. Es ist so grün. Und ja, da kann man unten was reinmachen. Und ja, hier ist auch ein Nachttisch mit einem Licht. Oh, das ist neu, habe ich noch nicht gesehen. Und ja, hier ist noch mein Rucksack mit vielen Sachen. Und hier habe ich noch meinen Koffer, das auch vollgepackt ist. Und, ups, schlechtes Licht. Okay, und das war's auch schon mit der Roomtour. Dieses Zimmer gehört eigentlich meiner Tante, aber ja, wenn ich zu Besuch komme, darf ich dieses Zimmer benutzen. Außerdem ist jetzt schon ihr eigenes Haus. Und ja, also ich benutze es nur, wenn ich zu Besuch komme. Und ja, was auch ganz typisch ist, wenn man bei den Großeltern zu Besuch ist, man sieht überall so Bilder von sich, wenn man klein war. Also überall kann man das wirklich sehen. Und ja, die betrachte ich auch manchmal so. Was auch ganz typisch ist, dass man leckeres Essen bei den Großeltern hat. Also es gibt immer was Leckeres. Also ja, und natürlich überfüllt man sich auch manchmal ein bisschen bei den Großeltern. Und es gibt auch immer leckeres Naschen. Also da kann man gut essen. Okay, hier sind wir im großen Garten meiner Großeltern. Und wer nicht, hat hier schon so einen großen Garten mit vielen Früchten und Kartoffeln und allem Möglichen. Also hier sieht man auch, wie die Erdbeeren hier schon wachsen. Sieht ganz schön aus. Und ja, es gab auch eine Zeit, wo es hier sehr viele Blumen gab. Und ich immer dann noch welche genommen habe. Und ja, das ist der Teil hier. Da drüben ist auch noch eine Rutsche. Könnt ihr das hören? Das ist auch sehr typisch hier. Immer wenn der Wind kommt, kann man das hören. Ist auch super schön. Schaut mal. Ja, das bekommt man immer von der Oma. Immer, glaube ich schon. Aber bei allen. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ja, was man auch gern macht, wenn man zu Besuch ist bei den Großeltern, ist mal so shopping zu gehen und so rumzugucken. Macht man auch ganz gerne. Also Leute, wir sind von dem Geschäft zurück und wie immer kauft uns Oma eine Kleinigkeit. Und ja, ich habe hier das hier genommen
Und zwar, das ist hier sowas wie, wo Gold steht und da muss man immer so buddeln. Und dann am Ende kommt auch einer von den hier Steinen raus. Und ja, ich habe hier eine kleine Schüssel, damit es auch nicht so viel Schmutz wird. Und dann werden wir es mal ausprobieren. Schaut mal, der Stein, der mir rausgekommen ist. Der ist hier so schön rosa. Und zwar, das ist der hier. Und zwar roter Aventurin. Ich finde den total schön. Warte, wo habe ich jetzt gelassen? Ja, es, also es ist schon, macht super viel Spaß, ihn so hier so rauszufordern. Voll schön. Also mal ein Besuch in den Zoo ist, muss man machen hier. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier so richtig Zoo nennen könnte. Das ist hier so eher wie eine kleine Farm, wo man auch unterstützen kann mit den Tieren, ihnen auch Futter geben kann. Aber man könnte das eher wie eine kleine Farm nennen. Oma, ich bin geschockt. Veronika, Oma zieht durch. Wo ist der Cucina? Und der ich habe noch nie einen echten Schwein gesehen. Also. Ich auch nicht. Sieht so. Leute, nachdem ich die Schweine gesehen habe, glaube ich nicht, dass ich je wieder Schinken essen werde. Emilia, was hast du denn für ein Problem mit den Schweinen? Matt und den Deck und die braunen Klamottenschweine. Guten Tag. Hallo. Der. Hallo. Guten Tag. Ich glaube, das ist der Weiße da. Okay, und das war's auch schon mit dem Teil hier in der Farm. Und jetzt gehen wir mal wieder nach Hause. Okay, der Tag ist auch schon vorbei und ja, ich bin hier schon in meinem Pyjama nach einem schönen Tag und auch viel gegessen und sogar zu viel, also schön den Bauch gefüllt. Ich glaube, bei den Großeltern kann man immer schön den Bauch füllen. Und ja, jetzt sind wir so, es ist doch noch Mittag, es ist halt so, es wird erst später dunkel. Und jetzt ist es noch ein bisschen hell, aber es ist schon Zeit, ins Bettchen zu gehen. Und ja, und dann sehen wir uns mal morgen wieder. Okay, heute ist es schon wieder früher Morgen und heute werden wir dann auch ein paar Erdbeeren pflücken. Let's go. Thank you.
Und ja, das war's für das Video für heute. Und ja, ich glaube, uns allen gefällt es so mal, die Großeltern zu besuchen. Oh, no, so. Ich glaube, uns gefällt es allen. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!